Hallo meine Lieben und ganz recht herzlich willkommen. Ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge von Verrückt Kreativ und wir befinden uns ja noch in der ersten Woche, also ist alles noch wieder ganz, ganz frisch. Aber ich bin heute Tag Nummer 5. Das heißt, ich muss jetzt schauen, was ich an Selmas Projekt bekomme, wie das Ganze aussieht und was man damit noch machen kann. Um das zu überprüfen, werde ich mir jetzt aber erstmal hier mein Karton öffnen. Oh, shit. Abgerutscht. Abgerutscht, abgerutscht, abgerutscht. Das macht keinen Spaß. Boah. Gut verklebt auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich euch hier mit dem. Ich habe euch eine Kopfnuss verpasst. So. Und. Hier gehen wir auch einmal lang. So. Und dann. Tada! Oh, haben wir etwas doch ein wenig voluminöseres von der lieben Selma. Und ihr seht schon, Tag 1, 2, 3, 4 ist abgehakt. Das heißt, ich bin jetzt die Nummer 5. Und bevor ich mir jetzt gleich mein Bastelzeug zusammensuche, muss ich mir natürlich anschauen, was hier überhaupt an mich versendet wurde. Und ich bin gespannt, auf jeden Fall, was die Mädels vor mir hier so gezaubert haben. Was ich erkennen kann, ist ein Schwan. Mit dieser Luftpolsterfolie ist natürlich toll, dass da nichts drankommt, aber ein bisschen unpraktisch zum Öffnen. Oh. Oh, okay. Also wir haben hier einen Schwan. Das ist wie so ein Tümpel dann im Hintergrund. Und das ist so eine Boxkarte, glaube ich. Und hier haben wir den kleinen Froschkönig. Heute bist du König. Wie süß. Echt niedlich, oder? Ja, und dann haben wir hier noch die Reste, wenn ich das richtig sehe. Boxkarte. Gute Frage. Was mache ich denn jetzt noch? Dadurch, dass hier nicht so wahnsinnig viel Platz für Grüße ist, könnte ich das Ganze natürlich hier hinten noch machen. Heute bist du der König. Oder was zu dem Schwan? Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal gerade, dass ich mir schon mal ein bisschen Material zusammensuche. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier Bermuda-Blau gepaart mit Babyblau. Gucke ich mal. Und dann bin ich gleich wieder da. Und dann geht es nach dem Intro definitiv auch los mit dem Weiterbasteln. Also seid gespannt, gleich geht es weiter. So, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe mir hier mal so ein kleines Bündelchen zurechtgelegt. Tatsächlich ist es so, dass ich ein solches Set wie das jetzt hier mit einem Froschkönig und einem Schwan, ich weiß, das ist ein Stempelset, was es im Gastgeberin, also sobald man Gastgeberin war, bestellen kann. Allerdings muss ich sagen, ich habe das zwar auch hier, wollte das aber verschenken. Das heißt, ja, ich kann es dann an der Stelle natürlich nicht nutzen, denn es soll ja weiterhin neu bleiben. Das heißt, ich habe mir überlegt,
Ich mache keine weitere Seite, wo man was schreiben kann, sondern ich werde mal schauen, ob ich hier eine kleine Banderole drumherum machen kann mit einem Spruch. Und was den Spruch angeht, ja, da müssen wir mal schauen. Also hier steht ja so schön, heute bist du der König, deswegen würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, dass das eine Geburtstagskarte wird. Und da würde jetzt zum Geburtstag natürlich auch super zu passen. Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Ich habe mir hier schon zurechtgelegt einmal das Stempelkissen in Marineblau. Für das Etikett auf der Banderole habe ich mir zurechtgelegt gewählte Konturen. Ich habe hier Reste in Babyblau, aber auch einen kompletten Farbkarton DIN A4 in Babyblau. Und ich habe hier auch noch einen Rest in Grundweiß. Das sind die Materialien, die ich mir hier so bereitgelegt habe. Und ich glaube tatsächlich, es wird auf kunstvoll koloriert hinauslaufen, weil schöner Geburtstag oder schönen Geburtstag ist für die kleine Box, glaube ich, echt zu viel. Deswegen schiebe ich das schon mal dezent auf Seite, lege mir die Box einmal auf Seite und dann würde ich sagen, top, die Watte quillt. Ich stelle mir den Timer und auf geht's zu Woche 1, Tag 5 von 5. So, ich möchte eine Banderole. Das heißt, ich brauche zunächst einmal ein Stück Farbkarton. Und das mache ich 2,5 cm breit und hoffe, dass das jetzt da drum herum passt. Wir werden es erleben. So, das lege ich mir jetzt einfach mal so hier drum herum und knicke mir das Ganze an den Ecken, sodass ich ungefähr einen Maßstab habe, wo es gleich weiter gefalzt werden muss. So, und damit hätten wir auch schon unsere Grundmaße. Die falze ich jetzt noch mal eben nach. Und natürlich ist es so, dass man an Tag 5 in der Regel ja nicht so lange brauchen sollte wie an anderen Tagen. Ich schau mal. Ich will das natürlich trotz allem schön machen und nicht einfach nur hier hin kloppen, damit man da ein bisschen schneller durchkommt. So. Okay. Haben wir und das können wir auch tatsächlich so wie es ist schon mal zusammenkleben und da setzen wir jetzt einfach nur noch etwas drauf, so einmal Kleber. So, jetzt ziehe ich mir das nur hier richtig ins Bild. So. Richtig ins Bild sage ich. Ich erzähle ja auch einen Blödsinn. Es geht natürlich darum, dass das hier gut aufeinander liegt. Aber irgendwie. Ist heute offenbar nicht ganz so mein Tag, aber das ändern wir jetzt. So, einmal nochmal mit dem Falzbein rübergehen, um das Ganze zu fixieren. Und dann können wir das auch schon wieder hier reinstecken. Und dann haben wir nämlich im besten Falle den Schwanenkopf, der da noch rausschaut. Und jetzt nehmen wir noch zum Geburtstag. Das würde auf jeden Fall von der Länge her passen. Allerdings, und jetzt wird es wieder spannend, wenn ich das Ganze jetzt mit einem Etikett hier aus gewählte Konturen machen möchte, müsste ich wahrscheinlich hier den drittgrößten Rahmen nehmen. Und das ist wieder deutlich zu groß. Aber wir können uns ja behelfen,
indem wir das Ganze uns so zusammenzimmern, wie wir das brauchen. Und das machen wir so. Achso, ein Stück Farbkarton brauchen wir gleich natürlich auch noch, aber nicht jetzt. So, erst einmal sortieren. Okay, dann kommt die Schneide- und Prägemaschine ins Spiel. Und ich stanze mir jetzt zunächst einmal diesen Rahmen, so wie er ist, aus. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ups. So. Und dann sieht das Ganze ja so aus. Ist aber natürlich deutlich zu groß für dieses Teil. Aber ich werde mir das Ganze jetzt einfach nochmal ein wenig zurechtstutzen. Und zwar kann man das ganz gut machen mit diesen Schneideformen. Das heißt, ich werde mir das hier oben einfach versuchen abzutrennen. Achte jetzt nur darauf, dass hier diese Wellen an den richtigen Stellen sind. Und wenn man hier so ein bisschen ruckelt, dadurch, dass das hier dieses Stitch-Muster hat, sollte es ein bisschen einrasten, wenn ihr das richtig angelegt habt. So, nochmal gerade korrigieren. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch. So. Ihr seht, ich nutze meine Platten, bis sie brechen, und selbst dann sind sie noch nicht aus ihrem Dienst entlassen. Bin da vielleicht nicht gerade so das beste Beispiel. So, schaut mal, jetzt habt ihr hier zwar so einen kleinen Stitchrand, der noch mit drüber hinausgeht, aber dadurch, dass es gleichmäßig ist, finde ich das überhaupt nicht mehr so schlimm. Und dann haben wir uns das Ganze so angepasst, dass es auch wiederum bei uns aufs Projekt passt. So, also aus so, mach so, und dann können wir uns jetzt nämlich hier unseren Spruch noch aufbringen und das Ganze dann, so rum gehört das, und dann das Ganze eben auf weiß, aber mit Marineblau, sodass wir da noch einen kleinen Kontrast haben. Und dann können wir die Banderole nämlich hier hinter den Kopf von dem Schwan stecken und haben dann ein kleines bisschen was an Deko noch oben auf. So, ich brauche ein Lineal und schau mal gerade, das sind 3 cm, also 2,5 cm mal 8 cm brauchen wir jetzt. Ich glaube, da schaue ich mal in meiner Restebox hier. So, 2,5 mal 8, das kriegen wir hier spielend raus. Deswegen schmeiße ich meine Reste immer nicht weg. Man kann sie echt immer brauchen. So. Ich glaube, ich habe mich vermessen, oder? Ne, passt. Aber 2,5. Ich habe 3,5 gemacht. So. 2,5. Jawohl, das sieht besser aus. Und dann zum Geburtstag. Das jetzt hier mit Dimensionals oben auf. Das darf sich ruhig ein bisschen absetzen, finde ich. So.
Dann nehmen wir halt nur 3. Der guckt noch zu weit hier oben drüber. So, nur aber. Einmal aufsetzen. Oh, 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 oh. So, noch unfallfrei runterbekommen. Und dann ein bisschen mittiger aufsetzen. Dass man das Stitchmuster noch schön sieht. Und das wiederum kommt dann hier oben auf. Und dazu, man bis kurz vor Schluss verteilen, setzen wir uns jetzt auch wieder versetzt ein paar Dimensionals. So, 2 noch. Verbrezelt hier. Und Leute, ich drehe das des Morgens. Das macht es irgendwie auch nicht besser. So. Nochmal zuklappen. Und hereinwursteln. Und dann setzen wir das Ganze jetzt hier oben auf. Und auch das, wenn möglich, einigermaßen mittig. So, und dann haben wir das Ganze nämlich auch verschlossen. Könnt ihr jetzt hier unten natürlich noch einen Spruch machen. Aber ich möchte auch nicht, dass es zu viel wird. Und wir gucken jetzt mal bei dem Bling Bling. Da können wir aber noch was machen. Auch wenn es für einen Jungen ist, ganz offenbar. So, ich schau mal, was ich denn hier noch so zur Verfügung habe, was man dafür vielleicht nutzen kann. Ja, also außer diesen hier sehe ich da nicht so wahnsinnig viel. Aber die nutze ich dann jetzt auch. Dadurch, dass es so kindlich ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es durchaus auch von den Eltern in Empfang genommen wird. Und dementsprechend ist es dann ja auch nur halb so schlimm. So, und dann nehmen wir nochmal ein. Und setzen wir noch einen irgendwo hin. Also normalerweise sagt man ja immer, eine ungerade Zahl wäre das Maß der Dinge. Aber ich finde jetzt hier in dem Fall, klar, ich kann jetzt hier drunter nochmal 3 setzen, aber das ist dann schon wieder fast zu viel, oder? Also ich belasse es jetzt tatsächlich dabei und würde sagen, ich schicke das Ganze so, wie es jetzt ist, an unsere liebe Selma zurück. Sie sieht dann ihr fertiges Projekt und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie dazu sagt. Und wir sind bei 12 Minuten 45. Da höre ich jetzt mal auf. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß, sowohl an dieser Reihe selber, an dem Hintergrund dieser Reihe, aber natürlich auch an diesem Projekt von unserer lieben Selma. Das Ganze ist wirklich kindlich gehalten, damit mit Sicherheit nicht was für jedermann, aber dieser 3D-Effekt und vor allen Dingen auch diese Technik mit der Boxcard ist mit Sicherheit nicht verkehrt und kann von jedem auch für jeden Anlass abgewandelt werden. Also dementsprechend denke ich, da war für jeden was mit dabei.
Und ich wünsche euch an der Stelle, heute ist Freitag, schon mal einen wunderbaren Start ins Wochenende. Bleibt gesund und kreativ. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Und dann geht es los bei der lieben Yvonne von Das Kreative Yps. Also dann auf jeden Fall auch in diesem Kanal vorbeischauen. Gut, meine Lieben, wenn ihr wollt, bis bald. Ciao, ciao.